Dieser Herr ist einer der wenigen, die die Neuauflage des Schönfelser Burgsommers nicht interessierte. Doch beim Blick in die Vorburg sieht jeder, dass sich die Hoffnungen des Fördervereins erfüllt haben. Zusätzlich zu den Bänken hatten die Organisatoren Sitzkissen bereitgestellt, die auch gebraucht wurden. Für die Sicherheit an diesem heißen Wochenende war bestens gesorgt. Und nicht nur für den Brandschutz. Um beim Thema Grusikel zu bleiben, man war für alle Fälle vorbereitet. Und während manch Helfer noch seiner tragenden Rolle nachging, begann das Grusikel eigentlich gar nicht gruselig. Die Märchen begrüßen sich freundlich und schon der Beginn erinnert eher an Broadway. Rotkäppchen lässt die Besucher schon ahnen, dass das Thema hier recht modern und locker angegangen wird. Als ich merkte, dass der Bau vom Wolf mich grad verdaut, wusste ich, Großmutter kriegt eben Kuchen heute nicht mehr. Und eigentlich hat sie noch Glück gehabt, so Rotkäppchen weiter. Denn hätte der Wolf ihr den Kopf abgebissen, hätte die Großmutter auch nach geglückter Rettungsaktion ein echtes Problem gehabt. Die Anzahl der Darsteller, das moderne Arrangement der Märchen und auch das weitläufige Areal machten die Veranstaltung zu einem Highlight im Veranstaltungskalender. Und wer in diesem Jahr den Burgsommer verpasst hat, für den arbeiten die Macher bereits am Programm für das nächste Jahr. Man braucht sich ja einfach nur rechtzeitig zu informieren.